Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tibra Grüß und mir, euch. Dem Anduin. Grüß euch. So, bei der letzten Folge haben wir dann die Chefs von diesem Gebiet da, Juri und El Bulito, mit denen erledigt. Sind wir fertig. Das gesamte Gebiet ist gesäubert. Komischerweise, wenn man da schaut auf der Map, man sieht nichts mehr in dem Itakur-Gebiet. Komischerweise gibt es eine kleine Abweichung von Coop-Spiel zu einem Singleplayer, weil ich parallel auch ein Singleplayer außerhalb der Aufnahme. Und dort ist die Präsenz im Singleplayer, ist die Präsenz der Rebellen, hat da stark zugenommen in den Gebieten, die man säubert. Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt bei uns Moment, in der Coop-Sitzung nicht so ganz. Da kommt man vor, wenn Unitat nur immer präsent wäre. Also im Singleplayer ist es so, dass Unitat sich aus diesen Gebieten komplett zurückzieht. Dieses Militär da halt. Ja. So, wir fahren da rüber. Es ist auf der gegenüberliegenden Flussseite. Wir legen gleich wild am Trockenen an. Genau. So. Aussteigen. Ich würde sagen, wir klären mal wieder die Stadt auf, wo sich so teilweise die Gegner befinden. Wer wohin? Wie du willst, wir können uns aufteilen, wir können gemeinsam gehen. Okay. Was es hier gibt, es gibt hier auf alle Fälle Rebellenmissionen in der Stadt, was ich schon weiß. Und es gibt hier so Informationen, Aufklärungsdaten, die man finden kann. Davoraus sehe ich jetzt gerade ein Signal, da dürfte sich einer vom Santa Blanca Kartell bewegen. Ja. So einzelne können wir auch unter Umständen gleich sofort erledigen. Okay. Ich denke da, ich habe auch einen gefunden. Oder mehr. Das Ganze mal. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ah, okay, ich habe da doch mehrere. Eins, zwei und da muss noch einer sein. Okay, ich sehe, ich weiß, wo du bist zumindest. Kannst du rüberkommen oder könnte man die Gruppe da? Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ja. Ich bin nördlich von dir. Ich muss nur überlegen, dass die mich nicht sehen. Und die sind. Ah, die sind nicht. Achtet auf Zivilisten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Gut, das sind jetzt vier, oder was? Achso, der ist aber weit weg. Okay. Okay. Dachte schon. Das ist keiner. Drei Stück, wie machen wir das? Oder lassen wir sie noch? Nicht, dass wir es alarmieren. Naja, wenn es schief geht, alarmieren wir in Restart da erinnern. Mhm. Ist die Frage, ob wir die Dreiergruppe jetzt gleich angehen. Oder ob wir vorher einen Rest aufklären. Wenn wir schnell sind, sollte es kein Problem sein. Okay, ich bin oberhalb. Mhm. Ich lege mich mal hin. Den, was ich schlecht sehe, ist der mit der Glatze. Könntest du den als erstes vielleicht nehmen? Von der Dreiergruppe. Mhm. Schauen wir mal. Ich habe da. Eins, zwei. Ich sehe ihn hinterm Blätterwerk und habe ihn im Visier, also. Ja, jetzt würde er sich bei mir auch wieder ausgehen. Er tänzelt immer da, die wechselt meine Position, weil ich vielleicht eine bessere Schutzlinie zu dem. So, und dann nimmst du einen anderen. Ich nehme den mit. Okay, ich markiere mal. Ja. Okay. Das wäre der Einser. Mhm. Okay. Gut, ich nehme den mit der Glatze. Ach, der andere steht so frei. So,
Ja, jetzt duckt sich der wieder. Okay, den Einser kann ich... Den erwische ich schön, wenn er endlich mal Ruhe hält. Ja, geht schon. Sag mal. 3, 2, 1. So, und jetzt... Ah, fuck, ich hab's gewusst, der haut uns ab. Ach, jetzt triff ich nicht. Da, hab ihn. Sehr gut. Puh. Gut gemacht, räumen wir auf und dann weiter. So. Und der dritte? Ist schon. Ah, da ganz unten, irgendwo ist noch einer. Na, der ist gegenüber auf der anderen Flussseite, oder? Ja, der ist da auf der anderen Flussseite drüben. Okay. Da steht eine Gruppe da drüben, auf der anderen Flussseite. Ja. Ach, das, du bist da hinter mir. Das ist, glaube ich, das, wo wir die Antenne abgeschalten haben. So, dann... So, ja, dann bewegen wir uns mal da durch die Ortschaft. Ja. Und mal ein bisschen sehen, wo die Nächsten sind. Es gibt einen Schwerpunkt in der Ortschaft, was ich weiß. Da, wo du die Informationen zusammen. Genau. Ja, und das ist auch gleichzeitig so eine Basis von Santa Blanca. So, ich nähere mich. Ja, eines vielleicht, was auch noch ist, ist mir jetzt gerade aufgefallen, da auf der Straße, es fahren hier Santa Blanca Autos herum. Also wenn man sich auf der Straße bewegt, immer wieder aufpassen, es kann passieren. Alles klar. Dass man Patrouillen begegnet. Dann mobilisiert. Ab durch den Hof. Straße nur queren, ihr nicht entlanglaufen. Rebellen sind Anlage entdeckt, die zu lange aus ist. Schalten wir sie ein. Es gibt einen Grund, warum die Rebellen die Dinge ausschalten. Wegen all dem Blei, das das Kartell auf sie schleudert. Okay. Na dann, schleudern wir es doch zurück. Das ist ein Nachschub, da werden wir gleich wieder mal Munition aufnehmen. Nachschub für uns? Ja. Jump, jump, jump. Grüße. Hallo. So, ah, da oben ist der Nachschub. Passt, ich hole mir auch noch was. Mhm. Ich sehe einen Hauptmann. Irgendwie schaut es ja sehr ruhig aus. Ja, es ist relativ ruhig. Also für die Größe sind wenig vom Kartell da anwesend. Ah, Patrouille. Fahrt in deine Richtung. Ah ja, ich sehe schon. Ich bin versteckt. So, irgendwo da müssten jetzt natürlich sein. Da drüben. Okay. Es läuft da einer durch die Gegend. Soll ich den gleich wegputzen? Einzelne kannst du immer gleich wegnehmen. Oder? Ja, Bursche, bleib stehen. Das ist gut. Er liegt mitten auf der Straße. Liegt er gut. Sehr schön. Der kann einfach ein Auto überfahren worden sein. Also. Oh, und er ist weg. Die lösen sich so schön auf. Dickes Schweinchen, weg mit dir. Was? Na, da ein dickes Schweinchen hat mich. Hat mir den Weg versperrt. So. So, dann gehen wir da rüber. Okay. Also ich
Ich habe da nichts mehr entdeckt. Da draußen ist er noch. Wo? Um den kümmerst du dich? Ja, das ist so ein Patrouillenhäuschen für den Fluss, kleiner. Wo da drinnen steckt. Ja, genau. So. Da ist er auch schon. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Okay. Erledigt. Oh, irgendwas schießt auf mich. Ja, ich hab gesagt, Autopatrouille. Wir haben sie aufgescheucht. Oh Gott. Okay. Was ist mit der Ruhe? Fuck, aufgeflogen. Ich komm zu dir. Okay, meine Patrouille ist erledigt. So, der Rest, glaube ich, bewegt sich jetzt da. Okay, bewegen sich, glaube ich, in meine Richtung. Hm. Dann bleibe ich da mal. Mal sehen. Einer müsste direkt an dir dran sein. Mhm. Ich weiß noch nicht, wo. Abschuss bestätigt. Hui. Der nächste. Ah, da ist einer. Ja. Hab ihn. Sehr gut, noch einer kommt. Kommt schon, nicht jetzt feig werden. Fuck. Netter Style, die Lama. Ja, die Lama ist wirklich gut. Ja. Okay, jetzt hat sich drastisch das Wetter verschlechtert. Ich glaube, dass da oben noch welche sind. Ah ja, da kommt jetzt wieder einer. Achtung, Autopatrouille wieder. Alles okay. Da ist einer. Ich sitze hinterm Laster. Hab den. Und da sind wieder vier ausgestiegen. Kommen auf dich zu. Ja. Ich könnte mit dem Laster könnte ich sie verfahren. Das sind mehr als vier. Ja, da kommen noch welche. Okay. Sind wieder eingestiegen. Wir sehen uns. Nächsten. Das ist Tontorben schießen. Oh, das war daneben. Jetzt wissen sie, wo ich bin. Ja, jetzt versuchen sie mir. Zu kreisen, glaube ich, oder? Nein. So, einer ist noch. Ja, den. Komm schon. Ah! Jetzt. So, jetzt kommt von der anderen Seite kommen wieder ein paar
glaube ich. Zumindest sehe ich da. Soll ich am Dach bleiben? Achtung, hinter dir. Hinter mir? Hinter dir bewegt sie. Ich war noch nicht lokalisiert, aber bewegt sich auf dich zu. Okay. Ich hab da mal vor. Ja, das machen wir. Okay. Dankeschön. Bitte. Da kommt noch was, denke ich. Ja, das sind jetzt mehrere. Gewesen. Sehr schön. Nachladen. Pardon. Danke. Jetzt schaut es halbwegs sauber aus. Okay, diese Seite ist sauber. Passt. Ja, ich glaube, wir haben alle. Wie schön. So, kann man da runterhüpfen. So, yes. Ja, in dem Game hast du wenig Fallschaden. Das ist cool. So. Laufen wir als erstes zu einer der Munitionskisten. Okay. Ach, da vorne hatte ich eine. Dann gibt's da ein weißes Rufzeichen. Ja, ich hol mir auch noch Muni. Irgendwo hier drinnen. Oder? Na, falsches Haus. Aber. Und zwar war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, da am ersten Stock herum. Jawohl, da liegt das. Ab durch den Busch. So, ich komme auch schon. Ah. Du müsstest mitbekommen. Habe ich mitbekommen, ja. So, dann zum Gelben. Ups. Okay, bin ich jetzt eingekissen? Nein. Hör zu, wir wissen von einer Kokainfabrik hier in Okoro. Und zwar in einem umgebauten Schlachthaus. Worauf warten wir dann? Machen wir den Laden platt. Es gibt ein Problem. Die Tür lässt sich nur mit einem Zugangscode öffnen. Wo kriegen wir den Code her? Hieraus geht hervor, dass ihn El Emissarios Assistent hat. Wir müssen ihn finden. So, und ich weiß nicht, ob du das siehst. Links von uns ist eine Schubfunktion. Ja, das sind Rebellen. Ein Ledervogel, heilige Scheiße. Du kannst lesen. So richtige Wörter, also mit Santa mehr als drei Buchstaben. Wir kennen viele Leute, die ihre Studiengebühren über das Militär bezahlt haben. Die Armee hat meine Hochschulausbildung finanziert. Ah ja, übrigens in dem Gebiet müssen wir jetzt da aufpassen, weil es gerade höher Hubschrauber. Da fliegt Unidad immer wieder Patrouillen. Okay. Wenn die die sehen, folgen. Oh, 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 oh. Kacke. So, gehen wir rein in ein Haus. Okay, rein in ein Haus. Fliegen die? Schon? Wo bin ich? Ich habe ihn nicht auf der Minimap gesehen, aber man hat ihn gehört im Hintergrund und der kommt relativ schnell, ja. Weil der okay. Oder natürlich durch das, dass er in der Luft unterwegs ist. Ah, da ist er. Jetzt sieht man auf der Map. Heli, runter, runter! So, weg sind sie, ne? Mhm. Zwei Sachen helfen relativ gut, entweder ins Haus rein oder unter Büschen. Krabbeln bzw. im hohen Gras niederlegen. Ich krabbel in einen Graben. Alles klar. So, ich hab da Santa Blancas. Mhm. Hab noch einen Tango. Beide weg. Okay. Und bei dir da drüben ist. Sauber, meine Seite ist alles sauber. Irgendwelche Daten. Genau. Müssen wir wieder. Ah, da geht's rauf. Ah ja. Ich glaube, da müssen wir nochmal rauf. Wenn ich richtig erinnert. Ja, genau, das ist jetzt noch einmal Stiegenaufgang. Genau. Wo sind die Daten? Da. Das ist so, so ein Orden. Ist schon wieder. Oder Legende.
Gut. Okay. So. Das war ja gar nicht so schwer. Wir können jetzt die Ortschaft noch ein bisschen abfahren. Ich glaube ein, zwei so so Kisten gibt es noch zum Markieren. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Da steht da gleich. Naja, das auch da nicht mehr. Nicht. Da ist Santa Blanca Otto. Ja, den Einheimischen wollen wir nicht. Das letzte Otto, ne? Entführen. Ich fahre. Okay. Wenn du was aufleuchten siehst, dann sag Bescheid. Ja. Ich genieße die Kino. Ja, für die Größe tut es ja da wenig. Also da haben wir in einer anderen Ortschaft weit mehr. Stopp. Jawohl, genau. So, dann raus und markieren. Und zwar ist das wieder Medizin. Na, komme ich denn da nicht raus? Ich komme da nicht steh raus. Steh wo an? Na, ist eben frei, oder? Ah ja, jetzt bewegt sie sich. Sie hat gepennt. Schon sind die Rebellen präsent. Die haben nur gewartet. So. Jetzt nichts. Das ist eine sehr magere Stadt. Ja, wenn man im Auto sitzt, reagiert er auch nicht drauf. Schau. Schlimm ist immer, wenn man im Freien sich befindet. So, ich glaube, wir haben so nicht irgendwo am Rand der Wirtschaft. Da ist er. Wir sollten uns Coca-Blätter besorgen. Also nur wegen der Höhe. Musst dich doch. Du willst Koks nehmen? Coca ist kein Kokain, das sind nur Blätter. Daraus machen sie Kokainpaste, die mit Benzin oder Schwefelsäure verarbeitet und dann gekocht wird, bis nur noch Kokain übrig ist, das sie irgendwie verschneiden. Ich meine nicht das gekochte Zeug. Ich meine Coca. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass Coca-Blätter gesund sind. Oh, okay. Sehr fair. Das erzähle ich dann alles dem Präsidenten, wenn du deinen scheiß Urin-Test nicht bestehst. Das wird er sicher verstehen. Dann setze ich mich zu dir. Die so, da ist nur Information. Da werden wir dann auch da gleich das Auto stehen lassen. Weil dann haben wir da oben gleich eine Rebellenmission. Ah, ja. Das ist eh nicht mehr schön, das Auto. Wie immer geschafft, es zu diffamieren. Ja. So, da ist es. Da. Oh. Was nehmen wir? Blau oder Nachschubüberfälle oder Rebellenoperationen? Also blau sind immer Ausrüstungskisten, Waffen, Zubehör. Das eine Grün, die Nachschubüberfälle, Moment, ist, wo man da immer die Unterstützung aufnehmen. Riesenmengen kriegt. Ich kann die nicht aufnehmen. Was müssten wir aufnehmen? Ach so. Und das dritte ist die Rebellenoperation. Ich habe noch nicht geschaut. Ich suche was aus. Wir müssen sowieso alles machen. Oder wollen alles machen. Na, servus. Ja. Ah, ja, doch. Gut. Haben wir es wieder geschafft, oder? Ja, bevor wir das starten, beenden wir die Folge hier. Mit einem kleinen Ausblick in die Hinterhöfe, wie es in Bolivien ausschaut. Okay. Und
Würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands mit der Tibra und dem Anduin. Und bis dahin, happy gaming, ciao, ciao. Ciao.